Geld kannst du immer von mir haben. Nur nicht mich. Ich habe einmal 35 Gedichte geschrieben. Tag und Nacht. Ich kannte da eine in Spanien. Ich wollte dort eine Praxis aufmachen. Ich mag den Winter hier nicht. Da habe ich die Gedichte geschrieben, weil ich muss ja doch etwas mitbringen, habe ich mir gedacht. Aber als ich endlich mit meinem Geschenk, mit meinem Mitbringsel fertig war, da bin ich gar nicht mehr zu ihr nach Spanien gefahren. Ich habe ihr die Gedichte geschickt. Aber bis heute fehlen mir diese Gedichte. Diese Gedichte sind einfach nicht mehr in mir. Verstehst du das? John, eines sage ich dir. Sag das nie wieder zu mir. Verstehst du das? Das kann ich nicht hören. Ich verstehe genauso viel wie du, dass das klar ist. Ich habe nichts dagegen, dass du Leute erschossen hast. Ich habe auch nichts dagegen, dass du Gedichte geschrieben hast. Das Leben fragt nicht nach Verständnis, also auch du nicht. Das Leben verlangt einen Preis. Einen Literaturpreis hätte ich dir gegönnt für deine Gedichte. Mein Verständnis gönne ich dir nicht. Ich will die Goldmedaille. Das ist mein Preis, den ich vom Leben verlange. Darum kämpfe ich. Holst du mich um 6 wieder ab? Wenn nicht, bin ich im Café Theresia.